Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hallihallo, Hallöchen, Shalom, meine Freunde. Ja, die muslimischen Frauen in Europa werden sich emanzipieren. Dann gibt's die Vollverschleierung auch für uns Männer, ganz sicher. Ich habe das schon mal ausprobiert, im Winter geht's. Aber so konnte ich ja nicht in diverse Baumärkte gehen, sondern fuhr dahin. Einige der gefragtesten Wippsägen nehme ich für euch heute genauer unter die Lupe, vergleiche die mit meiner altbewährten Säge, gebe euch Tipps, worauf ihr beim Kauf unbedingt achten solltet und am Ende des Videos wisst ihr vielleicht noch nicht ganz genau, für welche Wippsäge ihr euch entscheidet, aber ihr wisst mit Sicherheit, welche Wippsäge es nicht wird. Darum geht's und warum es zum Schluss auch noch in einen Aldi-Markt geht, das zeige ich euch jetzt, genauer gesagt in 14 Sekunden. Viel Spaß dabei! Ja, Freunde, für dieses Video war ich in zwei Bundesländern unterwegs, habe in 6 Baumärkten gefilmt. Obitum, Hellweg, Hagebau und Hornbach waren dabei. Im Hornbach war die Attica BWS 700 Wippsäge ausgestellt und in den anderen gab es fast identische Angebote, ausschließlich von den namhaften Herstellern Schöppach und Güde. Natürlich gibt es noch mehr Hersteller, aber zum Erklären, was eine gute Wippsäge haben sollte, reichen diese 3 vollkommen aus. Ich persönlich habe schon seit einigen Jahren die Attica und diese Säge wird somit immer wieder als Beispiel dienen. Müssen. Eine ganz normale Wippsäge besteht eigentlich nur aus einem Gehäuse mit Rädern dran, Räder sollten schon sein, einer Wippverrichtung mit Rückzugsfeder, ganz wichtig, daher der Name. Dann brauchen wir einen Schalter, einen Motor mit Antriebswelle, an dieser Welle dran ist das Sägeblatt, starr befestigt und dieses Sägeblatt ist das Herzstück, das wichtigste an der ganzen Maschine. So, jetzt mal ganz genau hinschauen, denn so und nicht anders muss ein Sägeblatt für eine Wippsäge aussehen. Ganz oben am Zahn kann man hier ganz genau erkennen, gibt es bei dieser Art von Sägeblatt ein kleines extra Stück und dieses extra Stück wurde da extra angelötet. Dieses extra Stück ist aus einem ganz besonders harten Werkstoff, meistens aus Wolframkarbid, abgekürzt HW. Das H bedeutet hier aber nicht, wie man denken kann, Hartmetall, sondern das sind die Hartmetalle aus der H-Gruppe. Also H für die Hartmetallgruppe und W für Wolfram. Dann gibt es noch andere Abkürzungen, zum Beispiel HT bedeutet Hartmetallgruppe H mit Titankarbid oder Titannitrit. Und HC für alle beschichteten Varianten und da wieder H für Hartmetallgruppe und das C für alle diese eben aufgezählten Karbide mit C geschrieben. Ja, Freunde, das aber nur zur Information, will euch hier auch nicht vollkommen durcheinander bringen, wenn ihr eine Säge oder ein Sägeblatt kauft, dann achtet einfach darauf, dass die Spitze aus Hartmetall ist und da ist die Abkürzung für jeden verständlich gehalten. Groß H, Groß M, H für Hart und M für Metall, also Hartmetall, HM. Und dann gibt es bei Wippkreissägen immer noch diese Art von Sägeblättern, weiß der Fuchs warum, weitaus günstiger in der Herstellung, die Sägen dazu meist teurer komischerweise und die erkennt ihr leicht daran, dass sich bei denen an der Sägezahnspitze nichts befindet. Die sind komplett aus einem Stück Stahl gefertigt, dieser Stahl heißt auf Deutsch Schnellarbeitsstahl, Begriff noch von früher wegen der hohen Umdrehungen, auf Englisch High Speed Steel, Abkürzung hierfür früher HSS, heute nach ISO nur noch HS-Stahl. Dieser Stahl ist legiert mit verschiedenen Bestandteilen, wie zum Beispiel Wolfram, Molybden, Kobalt, Vanadium und auch Chrom. Viele kennen das Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, hört sich super an, ist das auch, aber der Name ist nicht geschützt und so gibt es viele Qualitätsunterschiede. Ihr findet dann auf dem Produkt nur die Abkürzung CV für Chrom-Vanadium-Stahl und denkt, besser geht ja nicht. Aber dem ist nicht so. Na klar geht's besser, kauft einfach eine Wippsäge, die ein Hartmetall-Sägeblatt hat und dann geht's nicht besser. Vorteile gibt's einige, durch das Hartmetall wird das Material beim Schnitt nicht warm, es gibt einen sauberen Schnitt. Schärfen müsst ihr das Blatt viel, viel seltener, meins hält nur schon das 5. Jahr ohne Schärfen durch. Ich mache auch nicht gerade wenig Holz, aber so langsam wird's auch bei meinem Zeit. Es geht nicht mehr ganz so geschmeidig wie am Anfang. Und auch ganz wichtig, weil das aufgelötete Stück breiter ist als das eigentliche Blatt, muss es auch nicht geschränkt werden und das ist doch wirklich super. Übrigens, um das Thema Sägeblätter abzuschließen, ist der im Prinzip noch viel umfangreicher. Wusstet ihr übrigens, dass es Kreissägen mit Hartmetallblättern schon in den 30er Jahren gab? Und wisst ihr eigentlich, wer das Hartmetall 1926 erfunden hat? Nein, nicht die Schweizer waren's. Es waren die Deutschen, den Namen kennt ihr alle. Es war die Friedrich Krupp AG. Der Ausdruck hart wie Kruppstahl hatte damals schon einen riesen Namen in der Welt. Aber das Unternehmen Krupp gab seinem Hartmetall einen anderen Namen. Der Name ist geschützt und wurde 1927 erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse vorgestellt. Der Name ist
gibt es bis heute. Der Name heißt Lydia und wird so geschrieben. Na, klingelt's? Hat jeder von euch bestimmt schon mal in der Hand gehabt, einen Lydia-Bohrer, um in Stein oder Beton zu bohren. Dort genau das gleiche Prinzip, einfach ein Stück Hartmetall vorne angelötet. Erklärung für den Namen ganz einfach, hart wie Diamant. Lydia wie Diamant. Jetzt noch kurz zu den Schaltern und zu den Motoren. Der Schalter von meiner Kreissäge ist schon mal kaputt gegangen. Garantie war natürlich vorbei, klar, wie immer. Und so ein Teil kostet schlappe 70 Euro. Ich auf den Schalter geguckt, Kidu mit rotem Stern. Puls über 1000, das Ding made in China. Meinetwegen auch China oder Kidustan. Jedenfalls dachte ich, was für eine Scheiße habe ich hier gekauft. Ich wollte das genau wissen, im Internet war das nicht so richtig zu sehen und ich zu diversen Baumärkten gefahren. Und was soll ich euch sagen, an allen 400 Volt Wipsing, ob Güde, Scheppach, Einhell, an allen waren diese keduanischen Schalter mit rotem Stern verbaut. An allen. Puls ging wieder zurück. Gut, das hätte jetzt mit jeder anderen Säge auch passieren können. Also kein Auswahlkriterium. Elektronische Motorbremse muss selbstverständlich sein und wenn die Säge falsch herumläuft, gibt es im Schalter einen sogenannten Phasenwender. Das ist einfach ein Schlitz und da könnt ihr mit einem Schraubenzieher oder Dreher ganz einfach die Phase und somit die Drehrichtung ohne den Schalter aufzumachen drehen. Gerade für Leute, die handwerklich nicht so bewandert sind, ist das eine feine Sache. Bei den Motoren gibt es natürlich auch gewisse Unterschiede, ist ja klar. Da kommt es auf die Leistung an und je nachdem, welches Holz hauptsächlich gesägt wird, danach müsst ihr eure Säge auswählen. Meine Säge, die Attica, hat einen Motor mit 4,5 kW, das sind gute 6 PS. Ich habe ausschließlich nur Kiefer als Holzstämme und wenn ich die durchsäge, sind die vollkommen durchgetrocknet, also härter, als wenn die grün oder frisch sind. Für die Säge etwas schwerer, aber für mich leichter und einfacher. Und da muss ich sagen, wenn die Stämme richtig dick sind, da kommt die Säge schon nah an ihre Leistungsgrenze ran, gerade wenn man den Stamm richtig flott durchsägen will. Geht zwar noch richtig gut, aber da könnte es schon etwas mehr Leistung sein. Deswegen schauen wir uns alle anderen Modelle genauer an und bei gut 5,2 kW, das sind gut 7 PS, ist selbst bei den leistungsstärksten Sägen Schluss mit lustig. Ja, und da heißt es dann genau abwägen, habe ich viel hartes Holz, wie zum Beispiel Laubholz, säge ich das nur trocken durch, habe ich viel dickes Holz, gebe ich mehr Geld für gerade mal 1 PS Leistung mehr aus oder gehe ich da irgendwo kleine Kompromisse ein. Ja, und das ist gar nicht so einfach, sich da richtig zu entscheiden, aber keine Bange, das kriegen wir schon hin. 100 Pro. Vergessen solltet ihr auch nicht, ist ganz wichtig, wo steht nachher eure neue Wipsäge, muss sie durch irgendeine Tür durch, denn in der Breite der Säge gibt es auch gewisse Unterschiede. Breite messen immer an der Seite, wo die Räder dran sind, meine und fast alle anderen auch, ist knapp 70 cm breit und Spitzenreiter in der Breite ist da immer Scheppach mit gut 85 cm. Das ist schon ein großer Unterschied, das liegt einfach daran, dass die ihre Räder anders anordnen, also drauf achten. Die Schnitttiefe gibt den Stammdurchmesser an, die variiert bei allen Sägen zwischen 240 mm und 270 mm, mit Wendeschnitt natürlich noch mehr. Die Arbeitshöhe ist fast bei allen gleich und auch hier ist die bei der Scheppach etwas höher. Ich komme mit meiner Säge prima zurecht, jeder ist verschieden groß, das am besten selbst mal ausprobieren. Dann noch ein kleiner Tipp von mir, ich bewege die Wippe fast nur mit der Hüfte, wie ihr gesehen habt, und das tat nach einer Zeit schon etwas weh, so ziemlich. Und so habe ich einfach ein Stück KG-Rohr, deswegen orange, auf Länge geschnitten und das dann mit einem Winkelschleifer der Länge nach aufgeschnitten und rübergesteckt. Und was soll ich sagen? Wunderbar, ein Träumchen. Nun geht's aber, wie versprochen, noch rein in die Märkte. Den Anfang macht mal wieder meine Säge, die Attica, und die habe ich damals im Hornbach gekauft und fast unverändert steht sie da auch immer noch. Diese hier hat Blattdurchmesser 700 mm, ist Hartmetall bestückt, 4500 Watt mit 400 Volt, also Kraftstrom, 4,5 kW, das sind 6,1 PS, Schnittdurchmesser von 240 mm, hat Motorbremse und Phasenwender, knapp 100 kg schwer und kostet aktuell bei Hornbach 559 Euro. Das ist ein echt richtig guter Preis und viel günstiger gibt es die nirgends, auch nicht bei Amazon. Der kleine Bruder, die 600er, ist wirklich nicht viel günstiger und hat auch nur ein Chrom-Vanadium-Blatt. Die 500er und 400er funktionieren mit Lichtstrom und haben beide auch wieder ein Hartmetall-Sägeblatt, immerhin. Und kosten zwischen 400 Euro für die 500er und so 230 Euro für die 400er. Aber das ist irgendwie schon Abteilung Kinderspielzeug, naja, so kleines Kinderspielzeug, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier sind wir nun im Obi und wie auch im Hellweg und auch im Hagebau gibt es hier die Güde-Wipsägen zu kaufen.
Die Preispolitik verstehe ich hier bei Obi nicht, denn die Güte GWS 700 EC, EC bedeutet hier, es hat kein Hartmetall-Sägeblatt und hierfür werden knapp 780 Euro verlangt. Das ist echt jenseits von gut und böse, mehr so böse, richtig böse. Denn hier starten die Preise im Netz, zum Beispiel bei Lidl Online mit 534 Euro, niedrigster hier Amazon mit 524 Euro. Und das kommt dann auch noch direkt von Güde, also vom Hersteller. So sieht's aus, Freunde. Aber nun zu den Produktdaten, denn die Güde Wippsäge ist eine richtig gute Säge. Die GWS 700HM mit Hartmetall-Sägeblatt hat einen 400 Volt Starkstromanschluss, besitzt stolze 5,2 kW, das sind 7 PS und auch die Schnitttiefe überzeugt mit 270 mm. Sie hat den kiloanischen Schalter wie alle, den mit Stern und ist gut 100 kg schwer. Sie ist eigentlich ähnlich wie die Attica, außer der Farbe natürlich, hat eine höhere Leistung und auch die Schnitttiefe ist um einiges höher. Die Preise beginnen im Netz so um die 540 Euro. Hier niedrigster ist Elektro Plus mit knapp 538 Euro. Dann kommt gleich Motorland mit 544 Euro. Amazon weit abgeschlagen mit 585 Euro. Also ein super Produkt und auch noch günstig. Die Güde Wippsäge GWS 600 gibt es auch mit 600er Sägeblatt, mit Hartmetall und auch ohne. Und außerdem auch mit 230 Volt, also Lichtstrom. Die mit Lichtstrom steht hier so im Hagebau, da hat ihr dann auch einen anderen Schalter und kostet hier sagenhafte 895 Euro. Ist zwar hier mit Hartmetall-Sägeblatt, aber der Preis auch hier wie im Obi nicht nachvollziehbar. Im Netz gibt es die bei Motorland für fast 200 Euro weniger, kostet hier nur 705 Euro. Und Spitzenreiter hier wieder mal Amazon mit 697 Euro. Und alle Preise, die ich hier sage, für alle Sägen, sind selbstverständlich mit Versand inklusive. Das gleiche Modell, die GWS 600 mit Kraftstrom, also 400 Volt, aber ohne Hartmetall-Sägeblatt, steht bei Hellweg für 549 Euro. Und das zeigt doch, dass es im Baumarkt auch günstig sein kann, denn da kommt der Amazon-Preis nicht dran. Die Güde mit 500er Blatt inklusive Hartmetall mit Lichtstrom, ganz neu im Sortiment, kostet bei Amazon 417 Euro und in der Spielzeugabteilung in der Krabbelgruppe die mit 400er Blatt ohne Hartmetall nur 260 Euro. Ja, wer es mag. Letzter Kandidat in der ausführlichen Vorstellung heute ist die Scheppach HS720, Sägeblattdurchmesser 700 mm, auch hier wie bei allen anderen mit 700er Blatt auch sind da 42 Zähne drauf, Hartmetall bestückt, auch wieder Motorbremse, Phasenwender, der altbewährte Schalter, Schnitttiefe hier die goldene Mitte, 250 mm, wie bei den anderen auch, Werkzeug zum Sägeblattausbau ist dazu, Gewicht nur 81,5 kg, 400 Volt Starkstrommotor und satte 5,2 kW, das sind 7 PS. Leistungsdaten fast identisch mit der Güde, aber bei den Scheppach Modellen aufpassen, wegen der Breite, wenn ihr da irgendwo durchschieben wollt. Und die Arbeitshöhe ist auch höher als wie bei den anderen Modellen. Gerade beim Stamm rüberheben könnte das schon etwas zu hoch sein. Preise auch hier wieder sehr unterschiedlich. Hellweg 599 Euro ist auch damit der absolute Preisgewinner. Der Turmbaumarkt satte 679 Euro und Amazon schießt den Vogel mit fast 715 Euro ab. Ein kleineres Modell, die HS 510 mit 500er Blatt und Lichtstrom, ergänzt auch hier das Sortiment. Preise beginnen hier mit 408 Euro bei Motorland und mit etwas Abstand gibt es die auch für 449 Euro bei Amazon direkt vom Hersteller. Ja, und was diese Spielzeug-WIP sägen sollen, das wissen wohl nicht mal die Hersteller. Entweder ich habe eine WIP-Kreissäge und säge da Holzstämme durch oder ich habe Gestrüpp und dafür brauche ich keine WIP-Säge. Für solch dünnes Zeug, meistens ist das sowieso nicht viel, nehme ich einfach eine gute Stichsäge oder Handkreissäge und wenn ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen will, dann kaufe ich mir einfach eine geile Tischkreissäge mit Hartmetall-Sägeblatt und kann mit der auch noch schön Bretter bearbeiten. Ja, meine Freunde, das war's für heute und zum Schluss kommen wir noch zum Resümee. Welche WIP-Säge würde ich mir heute kaufen, wenn ich noch keine hätte oder ich bräuchte eine neue? Als ich das Video anfing zu bearbeiten, stellte ich mir auch die Frage und dachte, das ist bestimmt ganz schön schwierig zu beantworten. Aber nun ist das Video fertig und die Antwort, für mich jedenfalls, doch ein bisschen überraschend. Die Sieger-WIP-Kreissäge heißt für mich heute ganz klar Güde. Und zwar die Güde GWS 700HM und das für mich vollkommen zurecht, hat ein Hartmetall-Sägeblatt, hat super Leistung und auch der Preis stimmt. Güde auch deswegen ist von der Bauweise ähnlich meiner Attica, hat aber mehr Leistung und das für einen fast identischen Preis. Dann würde normalerweise die Scheppach kommen, Preis, Leistung ähnlich der Güde. Breite spielt bei mir keine Rolle, aber die Arbeitshöhe.
Angegeben ist sie ja bei allen mit ca. 850 mm, aber das ist die Höhe, so ungefähr von Stammhöhe, wenn der in der Wippe drin liegt. Aber die Wippe an sich, also dieses Blech, ist da eben bei der Scheppach etwas höher gehalten. Die Stämme müssen ja irgendwie in die Wippe und beim Reinheben würde mir jeder Zentimeter mehr unnötiger Last fallen. Und deswegen fällt die wirklich sehr gute Scheppach bei mir auf den dritten Platz ganz knapp zurück. Wenn irgendwas auch nur ein Hauch unbequem ist, dann stört mir das irgendwie. Zweiter Platz also ganz knapp für die Attika. Ich habe die nun schon eine ganze Weile und bin sehr zufrieden damit. Und der dritte Platz geht an Scheppach. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Da waren die Sägen von Güde und Scheppach viel, viel teurer und deswegen habe ich mich damals für die Attika entschieden. Gibt natürlich noch ein paar andere Sägenhersteller, die auch richtig gut sind, wie zum Beispiel Zipperhecht, Holzkraft und wie sie alle heißen. Und ja, ich weiß, viele Anwender im Profibereich schwören auf Wiedel und das völlig zu Recht. Tolle Sägen aber haben auch ihren Preis. Meine hier vorgestellten Sägen erfüllen alle ihren Zweck und das richtig gut. Eins dann noch, wenn ihr eure Säge im Netz kauft, dann seid da extrem vorsichtig. Kauft nur bei bekannten Shops. Wenn es keine bekannten Shops sind, dann nie mit Vorkasse, wirklich nie. Bezahlt erst, wenn wirklich alles tippitoppi ist oder einfach mit PayPal. Und wenn ihr eine Säge oder größere Sachen über Amazon kauft, dann entweder direkt von Amazon oder direkt vom Hersteller auf der Amazon-Seite. Wird ja auch alles angezeigt dort. So ist das doch ziemlich sicher alles, so mache ich das auch. Alles rund ums Thema Wippkreissägen, selbst einen Segelblattfinder und viel, viel mehr findet ihr unten in meiner Videobeschreibung. Unter dem Video auf mehr Anzeigen raufklicken und die geht dann auf. Apropos aufmachen, dann war ich ja noch im Aldi, denn nach so einem schönen Holzmachttag im Wald gibt es nichts Besseres als einen schönen Erbseneintopf aufmachen, warm machen und essen. Und nun schließt sich der Kreis, denn hier meine Botschaft an all die vielen neuen Mitbürger hier im Lande: Diese Erbsensuppe bitte nicht essen, die enthält Schweinefleisch, gibt's aber auch ohne Schweinefleisch, da bitte zugreifen. Ja, so bin ich halt, völlig selbstlos. Jo. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann adoptieren nicht vergessen, ganz wichtig, ist ja auch nicht schlimm, bin schon aus dem Gröbsten raus, kostet ja auch nichts und ihr macht mir eine große Freude damit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und für alle, die bis hierher durchgehalten haben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut, bis zum nächsten Mal, bye bye, tschüss und ciao.